befinde mich in einem sehr schönen Wald. Sehr schöner Wanderweg. Und endlich bin ich auch jetzt aus dem Stadtgebiet raus. Oh, da ist noch ein großer Findling. Der wurde sicher vom Rhonegletscher hierher gebracht, kann ich mir gut vorstellen. Während der Eiszeit. Sehr schön da in dem Wald. Schön ruhig, da gefällt es mir. Einen Blick nochmal nach Neuenburg. Schön. Ein Entenpaar. Jetzt habe ich wieder ein Wohnquartier erreicht. »1625 wollte der Herzog Henri de Orléans hier eine Stadt errichten. Es kam aber nie dazu. Auch der geplante Kanal, der den Rhein mit der Rhone verbinden sollte, wurde nie gebaut. Gedacht war dieser Kanal eigentlich, um Spanien zu umfahren. Ein letztes Mal einen Blick noch auf den Neuenburger See. Jetzt werde ich ihn hier verlassen. Da drüben ist der Einfluss in den Zielkanal. Da gibt es dann auch noch später was Interessantes zu erzählen darüber. Hier eine Campingsiedlung. Die Eisenbahnbrücke von der Bahnlinie Neuenburg-Bern. Und da bin ich jetzt am Zielkanal. Da weiter oben wäre der Ausfluss. Ich weiß nicht, ob man hoch sieht. Ich gehe da noch ein bisschen nach vorne. Ja, man sieht es. Dort oben ist der See Enne, der Neuenburger See. Und hier die Ziel. Da gibt es noch was Interessantes zu sagen. Bei Hochwasser, wenn die Aare Hochwasser hat, die fließt ja da unten in den Bielersee rein, fließt die Ziel nicht Richtung Bielersee, sondern Richtung Neuenburgersee, also rückwärts.
aber nur bei Hochwasser. Dabei dient der Neuenburger See quasi als Auffangbecken. So, nochmal ein Blick zurück. Leider kommt gerade kein Zug. Da auf der anderen Seite ist der Kanton Bern. Und hier auf dieser Seite, wo ich jetzt gehe, ist der Kanton Neuenburg. Und auch da, hier an dieser Stelle, in der Mitte von dem Ziel, geht die Sprachgrenze durch. Auf der anderen Seite wird Deutsch gesprochen und hier auf dieser Seite schon Französisch. Übrigens bin ich vor etlichen Jahren hier auf der anderen Seite hochgewandert. Und jetzt gehe ich auf diese Seite runter. Da drüben ist noch ein Schloss. Oder sieht auf jeden Fall so aus wie ein Schloss. Und da vorne auch noch. Und im Hintergrund sieht man das Kamin von der Erdölraffinerie von Cressier. Da komme ich dann auch noch daran vorbei. Und da befinde ich mich am Kanal. Er ist übrigens ja schiffbar, wie man sieht. Er verbindet den Neuenburger mit dem Bielersee. Man kann dann auch weiter vom Bielersee in den Murtensee. Jetzt kommt dann ein kleines Boot daher. Übrigens Richtung Neuenburg ist es noch schönes Wetter. Hier nicht mehr so. Hier am Kanal hat es sehr viele herrschaftliche Häuser. Das könnte ein Weingut sein. Dann da drüben das nächste. Und hier nochmal so eines. Im Hintergrund der Jura schon ziemlich verhangen. Da auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Das habe ich, wo ich hochmarschiert bin, kurz angeschaut. Leider habe ich damals noch keine Filme gemacht. Und so kann ich es euch nicht zeigen. Da oben die Autobahn und hier unten die Cressier Werke. Es hat auch noch andere Fabriken neben der Raffinerie. Und dahinter der Jura. Und hier auf der rechten Seite der Kanal. Aber er kommt jetzt dann zum Vorschein. Ja. Ziemlich breit. Noch
Berg zurück. Da vorne sind die Zuckerrüben auch schon parat für den Abtransport. Und da hinten die riesige Anlage von der Raffinerie von Cressier. Und da der Jura. Ich befinde mich da wirklich in einem Industriegebiet. Da hinten hat sich noch ein großes Schiff versteckt. Gar nicht gewusst, dass hier auch so lange Schiffe fahren. Wobei, da habe ich so die Vermutung, dass dieses Schiff hier schon lange nicht mehr gefahren ist. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so gut aus. Aber riesengroß, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass es hier so große Schiffe hat. Ja, das ist so uralt. Das fährt wahrscheinlich nicht mehr. An dieser Stelle zweigt ein Altarm ab von der Ziel. Das war ja früher ein romantischer Fluss, der hier so viele Bogen machte. Und das da ist der neue Arm, der Kanal. Da hier drüben ist sicher der Brandübungsplatz, wo sie verschiedene Szenarien üben können. Eine sehr, sehr große Anlage. Und da hier mein Weg. Alles geradeaus. Zum Glück habe ich da noch ein bisschen Abwechslung auf der Seite. Ab und zu ein Schiff, kleinere. Jetzt kommt dann auch wieder eines. Und da auf dieser Seite der Jura. Dort weit oben ist noch eine Kirche. Und was sieht man da? Da hier oben, der Chasseral. Da war ich ja vor kurzem auch oben. Das da hier ist der Altarm, wo früher die Ziel durchgekommen ist. Da ein großes Sumpfgebiet. Da ist noch schön Natur. Und auf der anderen Seite die kanalisierte Ziel. Ist doch einfach schön hier. Da hat es noch vier Schwäne. Davon sind zwei Jungschwäne.
An dieser Stelle ist ein größerer Seitenarm. Da muss ich jetzt einen Bogen machen und dann komme ich dort wieder auf der anderen Seite durch. Jetzt geht's hier entlang diesem Weg. Der Bogen ist nicht so groß. Da vorne sieht man den Jura. Und hier die große Ebene mit den großen Kaminen von der Raffinerie. Die großen Tanks auch sieht man ja sehr gut da. Und noch ganz hinten dort die anderen Kamine. Auf diese Seite kommt der Altarm rein. Und da ist wirklich ein Naturparadies für verschiedene Tiere. Ganz schön. Ein großer Güterzug. Tanks. Sicher auch wieder oben die Raffinerie. Dieses Städtchen da vorne, dort habe ich mein heutiges Etappenziel. Da vorne sieht man das Städtchen La Ronderon. Und hinten, in diesem Gebiet hier, wäre der Bielersee. Und das nächste Mal werde ich noch auf dieses Plateau hier hochsteigen. Dort oben hat es noch ein Dorf und ganz eine schöne Schlucht. Ich glaube, es geht sogar hier hoch, bis hier ganz hoch. So, jetzt gehen wir noch dieses kleine Städtchen anschauen. Da hier die große Ebene. Jura entlang hat es einen Rebberg. Da vorne, ja, Landerhof, das kleine Städtchen. Und hier noch die Ziele. Schön. Unter dieser Brücke verlasse ich jetzt die Ziele und werde nach La Ronderon wandern. Aber ich komme hier wieder vorbei. So, jetzt geht's da hinten durch. Vorne ist bereits das Städtchen. Und ganz oben dort der Chasseral. Ein ganz schönes Städtchen. Übrigens, das war sehr eng befreundet mit Solothurn. Die hatten lange einen Bund. Oh, und diese Blumen da vorne. Oh, ist das schön. Alte Stadttor. Schön.
muss das Schloss sein hier. Gehen mal da durch diesen Bogen raus. Das da vorne ist so schön, das Schloss. Und jetzt noch ein Blick zurück. Nein, ist schon das da vorne. So, ich habe mein Ziel jetzt schon bald erreicht. Es war eine sehr schöne Wanderung. Ich habe jetzt zwar noch in die Länge gezogen, aber jetzt da vorne kommt jetzt dann der Bahnhof und ich werde von hier wieder nach Hause fahren. Das da vorne ist der Bahnhof. So, da habe ich jetzt mein Ziel erreicht. Drüben ist noch die Autobahn.